Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Lass mich mal kurz überlegen. Mal so, mal so. Na gut. Ich gucke mal kurz auf der Kammer. Ja, das passt eigentlich. Da können wir hier lang. Jo. Das da hinten. Ach so, das da, ja, okay. Macht keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Da ist noch eine Merlins Prüfung, wo ich wahrscheinlich. Die sahen auch schon mal besser aus. Dieser Tag ist schon viel zu lang. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Ja, das ist schön und gut, aber die Frage ist, was haben wir zu tun? Das ist die nächste Frage. Vielleicht hier hoch und dann da runter. Das. Nicht. Ich muss gucken, wo ich das am besten hinschmeiße. So ein Drehding, das ist aber nicht. Das wäre eine gute Mahlzeit. Ich werde nicht ruhen, bis du tot bist. Sich dahin vielleicht? Das könnte hinkommen. Daran ist allein Renlock schuld. Ah ja. Da muss ich tatsächlich mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Ach hier. Leviose. Ach hier. Klappt das denn überhaupt? Nur hier hochkommen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich habe aber das Gefühl, ich muss woanders da hoch und das dann irgendwie ziehen. Ach hier. Na komm. Wird das auf Dauer schneller? Der resettet sich nach einer Zeit. Das bedeutet, ich kann nicht zu weit. Oh, komm schon.
Oder ich muss hier lang. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das schafft. Dafür ist er nicht schnell genug. Das halte ich für maximal Schwachsinn. Und den hier hochnehmen kann ich auch nicht, ne? Okay, lass mich mal überlegen. Ich meine, ich könnte natürlich auch hier lang. Nein, komm schön her. Hier lang. Geht auch. Okay, okay, okay. Gucken wir mal, ob das klappt. Ja. Na komm. So, jetzt. Ja, komm her. Komm auf hierher. Prüfungen kriegen mich nicht klein. Super. Das war okay. Aber gut, ich hätte wahrscheinlich auch mit Depulso den da hochhauen können. Das war wahrscheinlich die Aufgabe. Aber egal, ich habe es gemeistert, egal wie. Und hier gibt es noch einen Laden. Finde ich zwar komisch, dass du hier einen Laden aufmachst, aber... Hallo. Haben Sie etwas zu verkaufen? So wie ich aussehe. Das habe ich. Mein Name ist Rohan Prakash. Willkommen im ältesten Laden in der Gegend. Interessant. Wie lange sind Sie schon im Geschäft? Naja, ich selbst führe ihn noch nicht so lange. Aber mein Vater führte ihn lange Zeit, bevor er krank wurde. Oh nein. Glückwunsch zum Erfolg. Das wäre jetzt so eine asoziale Aufgabe. Einfach aus dem, beziehungsweise Aussage... Glückwunsch zum Erfolg, dass dein Vater krank ist. Finde ich gut. Wäre das gemein? Schon, ne? Oh, wie traurig. Das tut mir wirklich leid. Oh, er ist noch am Leben. Er würde zu gern selbst wieder arbeiten. Aber bis er das wieder kann, führe ich den Laden für uns beide. Okay, das geht dann noch. Lassen Sie uns lieber über Ihr Wohlbefinden sprechen. Sie sind sicher ebenso besorgt wegen des Koboldaufstands und der schwarzen Magier wie wir. Selbst die Sumpfkrattler sind durchgedreht. Aber unser Laden verkauft Waren, die Ihnen helfen können, sich vor all dem zu schützen. Bitte sehen Sie sich um und kommen Sie jederzeit wieder. Vielen Dank, Mr. Prakash. Ihrem Vater und Ihnen viel Glück. Das weiß ich zu schätzen. Krieg ich jetzt einen Rabatt? Ich meine, komm schon. Was ist aber sehr höflich. So, gucken wir mal. Oha, wie viel Kohle? Ach komm schon, 10.000, das ist doch... Ein hervorragender Kauf. Kann ich auch mehrere kaufen? Das ist so nervig, dass man nicht mehrere kaufen kann. Ein hervorragender Kauf. Das... sieht falsch aus. Okay. Herzlichen Dank für Ihren Einkauf. Ich habe mehr Geld dagelassen als gekauft. Hoffentlich bis bald mal. Ist aber okay. Loopmeisterbesen. Revelio. Sieht gut aus. Warte mal.
Ah, das war das Zeug. Manchmal sind die Sachen, aua, die mir ins, Sounds, die ich ins Dingsbums kriege, ins Inventar, manchmal sind die so nervtötend. Ah, ich vergesse immer. Ich will erstmal die Dingsbums machen. Flohpuder. Ich meine, immerhin war ich ja schon fast dort. Ich denke immer, das ist so Spuren von alter Magie, wenn manche Inventare einfach bei mir ins Dingsbums gehen. Der Sound der Gegenstände, die, wenn die in mein Inventar kommen, ist manchmal sehr. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Beschuldige doch bitte jemand anderen, wenn es dir nichts ausmacht. Lumos! Lazio! Defender! Kuzio! Verpinkung! Alle her. Das würde mich mal teilweise gerne interessieren. Okay, hier sind noch ein paar böse Lümmel. Hier ist noch was zum Reparieren. Oh, alte Magie. Lass mich raten, hier darf ich mal wieder keinen Besen benutzen. Revelio. Ich meine, warum kann ich nicht den Revelio-Zauber benutzen? Oh, diese scheiß Auto-Aim. Der kleine Drecksau. Natürlich klappt. Oh, komm schon, das ist so assi. Muss ich das machen? Warum kann ich da nicht rein? Ja. Na gut. Dann ist es halt so. Wenn ich nur diesen Flieg und dieses Kind in die Finger kriege. Revelio. Tja. Ich weiß mal nicht, wenn das Auto-Aiming nicht funktioniert, dann... Ja, da war ich wohl zu schnell. Wenn er nichts gesagt hätte, hätte ich ihn in Ruhe gelassen. Aber er musste ja mich unbedingt beleidigen, die kleine Drecksau. Ah. Die Map mal wieder gespickt mit irgendwelchen kleinen Mini-Dingern. Ja, ist ja nicht so schlimm tatsächlich. Ich wollte ja sowieso nur...
Ich muss hier sowieso lang. Rollversteck. Das habe ich doch schon, oder? Ich meine, hier unten wäre ich gewesen. Ich hab da so Bock drauf. Kannst sagen, was du willst, aber ich hab da gerade richtig Bock drauf. Hey, Doktor! So, Trolli. Komm, du kleiner Troll. Was ist du? Ja gut, ich könnte natürlich... Na, der Crucio-Fluch macht nicht so viel Damage. Oh, der hat gesessen. Easy. Naja, mehr oder weniger. Stinkender Troll. Hier stehen nicht gesammelte Belohnungen. Ja, die Belohnungen fühlen sich einfach nach nichts an. Tut mir leid, aber wenn ich mir diese ganzen Herausforderungen reinsehe und ich kriege dann irgendwelche Belohnungen... bei aller Liebe, aber es fühlt sich einfach nach nichts an. Das ist irgendwie... Protego-Schild. Okay. Amphibienschutz 3. Nekromantenschutz... Besiege Inferni, Sumpfnattern, Sumpfkrattler. Sechs berüchtigte Gegner. 100 Spinnen. Warte mal, besiege 70 Spinnen habe ich abgeschlossen. Aber hier habe ich 66 von 100 Spinnen. Okay. Ah, 10 Trolle und dann muss ich danach, wenn ich das eingesammelt habe... Okay, verstehe. Kürbismaske. Das kann ich auch niemals benutzen. Ernsthaft. Das hinterfragen wir jetzt mal nicht. Was ist mit dieser Halloween-Kürbismaske? Man kann hier die... Die jetzt? Warum habe ich die ausgewählt? Ich verstehe es nicht. Aber das ist wahrscheinlich auch das große Problem. Das ist das große Problem. Man merkt von den Belohnungen nicht so viel. Oh, das ist aber schön. Ich vermisse die Flohpuder-Dame. Die sagt ja... Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Ah, super. Jetzt ist das Spiel wieder gleich besser geworden.
Die habe ich echt vermisst. Ja, dass die ruhig da oben liegen, ist mir jetzt auch relativ. Hab mich schon so ein bisschen gewundert. Ich weiß zwar nicht, wie die da auch gekommen ist, aber... Kannst sagen, was du willst, aber die fressen schon was. Ich glaube, Glazio und Confringo sind nicht so kompatibel miteinander. Oh, natürlich, von da unten. Das habe ich doch einigermaßen hinkriegen können. Hier gibt's noch Schätze. Hier wohnt doch bestimmt jemand. Es kann doch nicht sein, dass wir hier ständig Schätze klauen können. Protego! Revelio. Identifizierter Gegenstand. Revelio. Okay, ich hätte gedacht, das wäre jetzt so eine... Truhe oder so. So eine Augentruhe sah von weitem so aus. Ah, also zwei oder so. Oha. Alohomora. Ich kann das benutzen? Wow. Kann ja nichts Besonderes drin sein. Revelio. Sammlung aktualisiert, okay. Naja, wollen wir mal zu Professor Fick. Ist doch wunderbar. Katze streicheln. Yay. Katze, 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 Katze. Miau, miau. Du kommst auf den Teller. Ja. Alle Katzenfreunde geben jetzt einen Daumen runter für diesen Joke. Sie wohl kurz? Verzeihung? Haben Sie mich gerufen? Das habe ich. Ich bin Marion Moffat. Angenehm. Im Augenblick habe ich Schwierigkeiten, einen ganz bestimmten Deary Call zu finden. Was? Ein Deary Call? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Es ist ein magischer Vogel. Muggel nennen sie Dodos und glauben, sie wären ausgestorben. Aber in Wahrheit verschwinden sie einfach nur, wenn Menschen auftauchen. Ich mache eine schließt das andere nicht aus. Albino-Deary-Call namens Gwenyra. Sie ist ja eine Legende, also sind natürlich Wilderer hinter ihr her. Ich würde sie wie eine Königin behandeln. Und ich könnte ihre gemauserten Federn für meine Mode benutzen. Klingt, als ob sie gerettet werden muss. Ich kenne den perfekten Ort. Der perfekte Ort ist bei mir. Wenn die Nachbarn sie erst sehen, ganz zu schweigen davon, wie modisch ich mit diesen prachtvollen Federn wäre. Die macht genau das Gleiche wie die Wilderer. Mir gelingt es nicht, sie zu retten. Und ich fürchte, die Deary Calls trauen mir nicht, weil ich mich bei ihrem Bau herumgetrieben habe. Warum sind Sie so auf Gwenyra fixiert, anstatt alle Deary Calls zu retten? Gwenyra ist ganz besonders.
Ihr prächtiges Gefieder macht sie für Wilderer interessant. Sie werden sich alle Mühe geben. Meine Frage, bist du nicht genauso? Die anderen scheinen den Wilderern ganz gut allein entkommen zu können. Ja, ja. Du bist auch nur, du bist genauso wie die Wilderer geil auf diese scheiß Feder. Gib's doch einfach zu, Mädel. Gib es doch einfach zu. Können Sie mir sagen, wie der Derrick Hall-Bau aussieht? Er ist unten am Ufer, an einer überhängenden Klippe. Sie erkennen ihn leicht an all den Derrick Halls, die sich dort tummeln. Ich halte nach einem großen weißen Derrick Hall Ausschau. Oh, danke. Diese atemberaubenden Federn. Und sie wäre sicher. Und noch etwas. Sie scheint sich tagsüber zu verstecken. Ich habe sie immer nur nachts gesehen. Ich hoffe, Sie können sie retten. Oh mein. Seien Sie bereit, sie zu verfolgen. Manchmal frage ich mich, ob sie das nicht sogar genießt. So, da will ich noch mal ein bisschen meine Stimme benetzen. Ausschau halten. Offenbar bei Nacht? Revelio. So, gucken wir mal. Die Frage ist, wo? Wo muss ich denn in etwa suchen? Oh, dafür sind die Behörden da. Finde da mal wen. Alohomora. Alohomora. Okay. Nehme ich mit. Revelio. So, du kleiner Schatz. Komm zu mir. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Demigeist? Arresto Momento. Lazio. Lumos. Legioso. Accio. Sepulto. Vengadium Leviosa. Incendio. Revelio. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich habe damals halt echt nicht aufgepasst. Oh, ist doch blöd. So, dann wollen wir mal da hinterher, aber so lange möchte ich diesen Part jetzt auch nicht machen. Wir haben richtig HP, ne? Das ist schon eine Menge. Das war nicht wenig. Aber auf der anderen Seite war das eigentlich auch ganz gut. So kann ich meine alte Magie ein bisschen auffüllen. Ich glaube, da war ich schon.
Ich einfach bei den Besen kommen. Machen wir es mal ein bisschen schneller. Ja, hier war ich auf jeden Fall schon. Da muss ich aber warten. Muss ich aber auf nachts warten. Das ist der Derrick Hall-Bau. Aber Miss Moffat sagte, Guanaira taucht nur nachts auf. Arresto, Moment! Bleib ganz ruhig. Ich werde dir nichts tun. Dir nichts. Dodos. Arresto, Moment. Hat auch so geklappt. Jetzt ist alles gut. Das war doch... Rebellion. Die war doch schneeweiß. Ich verstehe es nicht. Arresto, Moment. Ich will doch nur helfen. So, gehen nachts hin. Kann ich mich irgendwo hinstellen? Ich tue dir nichts. Die waren theoretisch schon besonders. Da waren schon ein paar besondere dabei. Rebellion. Die Frage ist nur. Warte hier um die Zeit von da. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Das muss der Derrick Hall-Bau sein, den Miss Moffat erwähnt hat. Also, wo ist Guanaira? Müssen wir tatsächlich mal schauen. Arresto, Moment. Ich ja. Hab sie. Wir sind auch nicht. Miss Moffat sagen. Ich weiß nicht, ob ich Miss Moffat dir das Vieh geben will. Ich habe das Gefühl, die will genau das gleiche wie die Wilderer, nur dass die vielleicht ein bisschen freundlicher ist. Aber eigentlich sind wir ja genauso. Die Wilderer wollen die Tiere einsperren und für Profit weiterverkaufen. Ich will sie einsperren beziehungsweise in den Raum der Wünsche bringen. Um dadurch dann auch Tierprodukte von denen zu kriegen. Also hält sich in meinen Augen, sehe ich keine großen Unterschiede. Wer hier wohl wohnt? Du hast doch gerade eben mit der Eule gesprochen. Oh, hallo. Schon Glück mit Guanaira. Miss Moffat, ich habe Guanaira gefangen. Das ist ja unglaublich. War es denn sehr schwer? Sie war schwer aufzuspüren, aber ich habe es geschafft. Oh ja, ich weiß. Nun, kann ich sie jetzt haben? Ja, kommen Sie mal so. Ach, wie nett von Ihnen. Sie hat einfach so herrliche Federn. Oh, damit werde ich gewiss die allerschönsten Kleider machen. Und sie hätte natürlich auch ein gutes Leben. Ja. Danke, dass Sie mir Guanaira gebracht haben. Ich werde auf Sie achten und Ihre Federn. Ich habe das Gefühl, das war nicht so eine gute Idee. Aber gut, was will man schon machen? Ganz so arschig will ich jetzt auch nicht sein. Ich lasse die Viecher einfach in meinem Beutel verfaulen. Rebellion.
Das sah halt wirklich so aus, als gäbe es da noch irgendwelche Anzeichen von schwarzer Magie. Aber das Einzige, was ich gemacht habe, ist dieses Zeug gesammelt. Warte mal, was ist denn hier los? Kröten. Kröten töten. Ich doch gar nicht. Ich will eigentlich bei Confrindo bleiben. Die ist echt übel. Die sieht schon so böse aus. Frage ist, will ich jetzt da lang? Das sieht interessant aus, aber nicht so, nicht dahin, wo ich hin müsste. Ich hab da Bock drauf, machen wir aber beim nächsten Mal tatsächlich. Also Leute, bis dahin, macht's gut. Tüdelü.